Ein Bauer hat 865 Birnen und 980 Äpfel geerntet. Er will sie in kleinen Kisten mit gleichem Inhalt liefern. Die Kisten sollen aber so klein wie möglich sein. Frage: Wie viele Kisten muss er vorsehen, wenn er für seine Familie 15 Birnen und 30 Äpfel behalten hat? Zweite Frage: Wie viele Birnen und Äpfel wird dann jede Kiste enthalten? Da der Bauer 15 Birnen und 30 Äpfel für sich behalten hat, müssen wir von diesen 865 15 abziehen und von diesen 980 30 abziehen. Das machen wir zuerst, ist gemacht. Es bleiben also 850 Birnen zu verpacken und 950 Äpfel zu verpacken. Wir suchen von diesen beiden Zahlen selbstverständlich den größten gemeinsamen Teiler. Und deshalb zerlegen wir sie zuerst in Primfaktoren. 850 geteilt durch 2, das macht 425. 425 geteilt durch 5 macht 85. 85 geteilt durch 5, das macht 17. Und da 17 eine Primzahl ist, teilen wir jetzt noch durch 17 und finden so 1. 950 geteilt durch 2 macht 475. 475 geteilt durch 5 macht 95. 95 geteilt durch 5 macht 19. Und da 19 eine Primzahl ist, teilen wir jetzt durch 19. Das heißt, die Primfaktorenzerlegungen von 850 und 950 sind hier abzulesen und wir erhalten 850, das ist diese 2 mal 5 hoch 2 mal 17, also so, und 950, das ist 2 mal 5 im Quadrat mal 19, also so. Wir suchen hier den größten gemeinsamen Teiler. Also berücksichtigen wir die gemeinsamen Faktoren, das heißt die 2 und die 5, mit dem kleinsten Exponenten. Hier ist es 1 und hier ist es die 2. Der größte gemeinsame Teiler von 850 und 950, das ist also 2 mal 25, das heißt 50. Und somit wissen wir, dass der Bauer 50 Kisten vorsehen muss. Jetzt berechnen wir noch die Anzahl Birnen und die Anzahl Äpfel pro Kiste. Wir erhalten 850 Birnen geteilt durch 50 Kisten, das macht 17. Also werden in jeder Kiste 17 Birnen verpackt. Und 950 Äpfel geteilt durch 50 Kisten, das macht 19. Also werden in jeder Kiste auch 19 Äpfel verpackt. Somit haben wir herausgefunden, jede von diesen 50 Kisten wird 17 Birnen und 19 Äpfel enthalten.